Mit seinen braunen Augen und den wuscheligen Haaren sieht Thomas Roth alles andere als gefährlich aus. Dabei könnte er illegal das ganz große Geld machen. Der 21-Jährige ist Hacker, einer von der guten Seite. Im Büro eines Sicherheitsunternehmens zeigt er uns, wie einfach es wäre, die PIN aus diesem Kartenlesegerät auszuspionieren. Die eingegebene PIN war 9087. Und so funktioniert der Hackerangriff vereinfacht. Von einem Computer aus, der nicht mal in der Nähe sein muss, dringt der Hacker ins Netzwerk ein und greift auf die Steuerung des Kartenlesegeräts zu. Das wird so manipuliert, dass Kartendaten und die PIN direkt auf dem Bildschirm des Hackers erscheinen. Viele Angriffsszenarien, in welche weder der Supermarkt noch der Kunde und je nachdem noch nicht mal die Bank bemerken kann, dass so ein Terminal manipuliert ist, weil eben alles ganz normal weiter funktioniert. Mit den ausgespähten Daten können dann neue Karten angefertigt werden. An deutschen Geldautomaten funktionieren die zwar nicht, aber im Ausland können die Betrüger ohne Probleme Geld abheben. 300.000 Geräte eines großen Herstellers wären von dieser Sicherheitslücke betroffen. Sie stehen in Supermärkten oder anderen Geschäften. Die Sicherheitslücke ist massiv, weil sie unser Vertrauen in die Bezahlinfrastruktur erschüttert. Derzeit sind Bezahlsysteme um die Annahme herum gebaut, dass man den Terminals vertrauen kann. Das ist heute nicht mehr gegeben. Bisher war die größte Sicherheitslücke das sogenannte Skimming, das Ausspionieren der PIN-Nummern an Geldautomaten, zum Beispiel mit Kameras oder manipulierten Tastaturen. Anfang des Jahres standen in Darmstadt 5 Männer vor Gericht, die damit im großen Stil abgeräumt haben sollen. Sie mussten noch selbst Hand anlegen. Bei der neuen Sicherheitslücke geht alles per Mausklick. Die Banken halten das Bezahlen mit EC-Karte trotzdem für sicher. Schriftlich erklären sie: Die deutsche Kreditwirtschaft nimmt diese neue Angriffsform trotzdem ernst, auch wenn sie in der Realität nur eine theoretische Möglichkeit darstellt. Aber die Gefahr ist immerhin so real, dass der Hersteller der Terminals ein Software-Update angekündigt hat. Hacker Thomas Roth sagt, das Ausspionieren funktioniert auch in Geschäften. Die Kunden müssen also aufpassen. Macht einen vielleicht ein bisschen nervös, aber richtig ändern kann man daran natürlich nichts. Wenn man regelmäßig seine Daten checkt und so, dann denke ich schon, dass da nicht unbemerkt irgendwelche Tausende von Euros verschwinden. Tatsächlich bekommt der Kunde sein Geld zurück. Dafür muss er allerdings beweisen, dass er mit Karte und PIN ordentlich umgegangen ist. Und das ist nicht immer einfach.